Hallo und herzlich willkommen hier bei PQ1980 zu einem weiteren besten Games aller Zeiten Stream. Diesmal mit The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, endlich mal kommen wir dazu. Allerdings muss ich da wieder ein kleines Aber davor schieben. Wir spielen es jetzt natürlich schon, aber wir werden es wahrscheinlich nur so 1,5 Stunden spielen können. Denn dann ist Urkraft fertig mit allem, was er so zu tun hat. Und dann werden wir wieder Monster Hunter Rise spielen. Das heißt, wir werden heute nur einen relativ kleinen Einblick in das Spiel bekommen. Und ansonsten dann halt eben wieder Monster Hunter Rise. Kurz zum Spiel. Ältere Leute werden Link's Awakening eventuell noch vom Game Boy kennen. Ich kenne es auch vom Game Boy. Ich habe es damals dort gespielt, natürlich nicht durchgespielt. Das ist ein weiteres Trauma. Ich glaube, es ist aber wirklich dann der letzte Zelda-Teil, den ich gespielt habe. Also als Kind, sage ich jetzt mal, weil Ocarina of Time und so kenne ich natürlich auch, habe ich auch gespielt, aber ich glaube, ich habe keinen einzigen Zelda-Teil mal wirklich durchgespielt. Dann gab es ja quasi einen, ja, ich sag mal, ein Remake 1998, also das ursprüngliche Spiel für den Game Boy ist 1993 erschienen. Muss nur kurz gucken, ja, genau, 1993, stimmt. Und das ist dann ein Remake 1998 mit Link's Awakening DX auf den Game Boy Color portiert worden. Und jetzt 2019, am 20. September, erschien eine Neuauflage für die Nintendo Switch. Und genau die werden wir spielen, weil ich habe mich so ein bisschen durchgelesen und ich habe eigentlich nur durchgehend gute Bewertungen gesehen, dass das Ur-Zelda gut eingefangen wurde und gut auf die Twitch importiert wurde, mit ein paar neuen Sachen, aber sonst ist alles quasi beim Alten, so gut man es halt eben vom Game Boy auf eine Switch portieren kann. Wer also das Ur-Zelda kennt, findet sich vielleicht dann auch wieder das ein oder andere eben auf der Switch-Version wieder. Bei mir ist es ein bisschen zu lang her. Ich kann mich nur noch an wenige Sachen erinnern. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass es diesmal eben nicht wirklich um Zelda geht, sondern eine ganz neue Story. Man strandet quasi auf einer Insel und da gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Verweise auf andere Nintendo Games. Da werden wir sicherlich einige finden. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen in das Ganze hinein und schauen uns das mal an, wie gut es denn auf die Switch portiert wurde. So, gucken wir mal erstmal, ob das hier alles auch schön klappt. Gut. Sieht okay aus. Okay. Ja, Monster Hunter kommt dann noch. Jetzt kommt erstmal Link's Awakening dran. Thank you.
Ja, Hallöchen, Urkra. Ja, danke, viel Spaß, ja. Ich muss gerade sagen, ich hab gerade ganz leichte Gänsehaut wegen der Musik. Zwar ist sie sehr neu gemacht worden, also wirklich sehr neu gemacht, aber ich finde, es trifft schon sehr gut. Also diese kurze Comic-Sequenz auch am Anfang war echt schön. Die konnte man natürlich vom Gameboy nicht. Ich weiß nicht, wie es beim Game Boy Color war, ob es so eine ähnliche Sequenz gab. Ja, Hallöchen, Lunak. Heldenmodus, erlittene Schaden wird verdoppelt und erscheinen keine Herzen für fortgeschrittene Spieler. Leck mich, mir reicht schon der normale Modus. Mein Name ist nicht Link, ich bin auch nicht Recht, ich bin einfach Peter, bitteschön. Warum soll ich mich denn Dieb nennen? Also wir haben hier zum Anfang gleich mal die Marien. Ein Glück, du bist wach. Da kennt einer das Game nicht mehr. Nee, ich kenn's, ich bin. Das ist schon sehr lange her. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolint. Bist du in Ordnung? Er geht hier schon voll los. Also wir waren anscheinend auf der Suche nach Zelda. Ist nicht, haben wir wohl nicht gefunden. Wir sind tatsächlich irgendwo anders hingestrandet. Das sieht doch schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Ich kann nicht mal so ein scheiß Ding heben. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze drauf. Das ist schon der erste Hinweis auf Mario. Wir werden noch sehr viele davon finden. Zum Beispiel hier oben die Pilze. Der gute Typ hier sieht ein bisschen nach Mario aus. Ohne Mütze. Also, ja. Als ich das gestreamt habe, kannte ich diesen Teil noch nicht mal. Eieiei. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Goomba drauf. Und noch ein weiteres Mario-Teil. Geh den Weg entlang nach Süden, um zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Warum sind immer Monster da, wo ich bin? Das ist auch ein. Hallöchen, Mario. It's a me, Mario. Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heißt übrigens Tarin. Geht es dir gut, Peter? Was, wo ich deinen Namen weiß? Der steht auf deiner Rückseite von diesem Schild. Hier. Da, du hast deinen Schild wieder. Halte R gedrückt, um mit ihm Gegner und Angriffe abzuwehren. Tja, tja. Wo ist mein Schwert? Ja, spinne ich denn? Was fällt dir denn ein, herumzuwühlen, du ungezogener Kerl? Weiß ich nicht. Es hätte ja was drin sein können. Ja? Nein. Okay. Okay, ich glaube, wir gehen raus. Ja, der Artstyle ist schon echt nicht schlecht. Oh, das Hütchen. Bloß nicht zu viel Unfug mit Hühnchen treiben, wir kennen das ja. Der Artstyle gefällt mir echt gut. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass rundherum dieser Unschärfe-Effekt ist. Ja, schon gut jetzt. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du den Systembildschirm aufrufen, drückst Plus und dann R. Frag mich aber nicht, wie das Bild, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Ah. Ja, Wunderbärchen, sage ich dazu. Okay. Der Hund mag mich nicht. Ich kann nicht mal diese blöden Büsche hochheben. Was bist du für ein Schwächling, Link? Oh, muss ich mit den Hähnchen an. Nicht mit den Hühnern anlegen, das ist keine gute Idee. Ein Telefon. Auch hier ist das 20. Jahrhundert angekommen. Tut, tut. Ja, hier, Ulrira?
Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss. Das ist quasi so eine Ingame-Hilfe. Falls man mal wirklich nicht weiter weiß, kann man hier immer mal wieder hin. Und hier wird dir jetzt irgendwie erzählt, man soll in die Dorfbücherei gehen, um da interessante Bücher zu lesen. Ja. Oma, ja. Ja, mir geht's gut. Und dir? Okay. Schwächling, ja, ich will dich mal sehen, wie du einen Busch von Hand komplett ausreißt. Ja, das mache ich schon. Das kriege ich gerade noch hin. Ich bin Gärtner, sowas kann ich. Ach, das ist der Uriah. Ah, was soll ich sagen? Aber naja, könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Uriah ist sehr schüchtern. Bring Plack. Hallo? Hier ist der Mini-Ten. Hier ist die Mini-Tendo-Galerie. Haben Sie ein Lichtbild für uns? Nein? Dann machen Sie bitte die Leitung frei. Klack. Tut. Ja, du hast dich wohl verwählt. Ja. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Blooper drauf. Gibt es einen Haufen Halterungen für Sachen, die man eventuell irgendwo aufsammeln kann? Für etwas, das steht Cheap Cheap drauf. Ja, also man merkt schon, es ist sehr, sehr viel von Mario vorhanden hier in dem Spiel. Wirklich außerordentlich viel. Und hier haben wir schon die nächste Referenz. Wir haben hier einen Kettenhund, der natürlich genau da nicht weiterkommt, wo wir gerade stehen. Hier sind die Mini-Kettenhunde. Madame Miu Miu. Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Welche Frisur denn? Treff, treff! Ja. Untersuchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Ja, es ist wundervoll. Ja. TomTom, warum haben die alle... Wenn deine Herzen fast leer sind, solltest du schnell eine große Fee finden, habe ich mal gehört. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch ein Kind. Und du heißt dann wohl... TamTam. Ja, okay. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf die Karte der Insel zu sehen. Und man kann auch noch drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Oh, hohoho. Das Telefonhäuschen. Ist alles da hier. Oh, das sieht nach der Bücherei aus. Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Naja, ich sehe schon. Karten und Erinnerungen. Das Buch lesen? Ja, warum nicht? Drücke Minus, um dir die Karte der Insel anzusehen. Mit Hilfe von R kannst du sie vergrößern oder verkleinern. An den blassen Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Möchtest du dir einen Ort für später merken? Drücke A, um ihn mit einem Pin zu markieren. Hallöchen, Tilly. Doch, eventuell kennst du Link's Awakening. Das ist nur das Remake davon. Wie man ein Item aus dem Menü wählt. Also, das sind einfach nur Schnellhilfen hier. Das Geheimnis der Wirbelattacke. Nee. Einsatz des Schildes für Fortgeschrittene. Okay, das ist einfach nur. Ja, das da oben kriegen wir nur, wenn wir die Stiefel haben, um das runterzuschmeißen. Das kenne ich ja schon. Kennt man ja schon von den anderen Teil von A Link to the Past. Wurmpalast nach rechts, Torunga Strand nach unten.
Ja, wir sollen ja noch zum Strand. Oh Gott, ein Gegner. Ich muss nichts falsch machen. Ich habe kein Schwert. Ei. Hahaha. Komm her. Komm. Ja, hahaha. Okay. Wagt es ja nicht mehr anzugreifen. Ich bin gefährlich mit meinem Schild. Au! Du. Hörst du auf? Vorsicht! Siegel! Mit dem Schild zur Seite schieben. Ah. Ja, die kann man jetzt. Kann man quasi so schön mit dem Schild zur Seite schieben. Oh Gott! Oh Gott! Was soll das? Geh weg! Der Strand sieht aber etwas anders aus, als ich ihn in Erinnerung habe. Oh, das ist mein Schwert. Wuhu, wuhu! Es ist also dein Schwert! Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Nö. Das heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus seinem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden in den Zauberwald. Warum erzählt mir hier jeder, was ich zu tun und lassen haben soll? Verschwinde. Nimm das Schwert. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen drauf zu lesen. Ist doch scheißegal, ob mein Name draufsteht oder nicht. So gut, dann lass mit dazu rote Peperoni und Urdinakal. Was? Urdinkelbandnudeln. Ach, mit ein wenig Chili-Käse. Ja, guten Appetit. Da-da-da-da. Jetzt sind wir wieder vollständig. Sollen wir jetzt eigentlich in den Zauberwald? Oh, ey! Was soll das? Hör auf damit! So. Oh, hi Croc. Was geht ab? Willkommen im Bananenhimmel! Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter aller Art. Naja, ein seltsames habe ich bestimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürsten. Das liegt wohl an den Genen. Okay, hier haben wir also schon mal jemanden, dem wir anscheinend Dosenfutter bringen müssen. Das Problem hier an dem Spiel ist, dass es sehr viele Gegenstände gibt, die man finden kann und dann an bestimmte Leute weitergeben muss. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt einer davon. Also wenn wir Dosenfutter finden, sollten wir es ihm übergeben. Und das Schlimme daran ist, diese Quests bauen auch noch aufeinander auf oder diese Sammelsachen. Ein Hieb abschnitzen. Aber also wir sollen jetzt zum Zauberwald. Ja, okay. Wie kommt man zum Zauberwald? Warum ist hier ein Loch? Ich traue mich nicht reinzugehen. Ich weiß nicht, was da passiert. Scheiß drauf, geh mal rein. Okay, das Loch war nicht gut. Wir gehen nicht mehr in das Loch. Ich will die Äpfel. Ich brauche dafür dieses, oh, wir können aber hier den Brunnen rein. Das sehe ich doch. Das ist ein typisches Brunnending, wo man reinspringen kann. Ein
dein Herzteil. Du hast dein Herzteil erhalten. Ruf mir plus das Inventar auf und zieh dir an, wie viele du schon hast. Ja, jetzt eins. Geh weg, Hund. So, Zauberwald. Zauberwald, Zauberwald. Könnt ihr mir erzählen, wo der Zauberwald ist? Oh. Nein, anscheinend nicht. Aber vielleicht... Du untersuchst das Regal. Das ist ja ein tolles Regal. Okay, also es hat sich leider nichts versteckt da drin. Keine Unterwäsche von, Marin oder so. Ah, das kenne ich noch. Guck mal, eine Yoshi-Puppe ist da. Oh, noch ein Schild? Was ist an dem Schild besser als an meinem? Ja! Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Ich habe keine 10 Rubine. Komm mal vorbei, wenn du Lust auf ein Spielchen hast. Den Kran kenne ich noch. Ja! Ich will. Ja, ich weiß, ich kann keine 10. Scheiß drauf. Jetzt habe ich 10. Du hast deine Zaubermuschel erhalten, wozu die wohl gut ist. Ja, das ist dann auch wieder ein Sammelgegenstand, den ich irgendwo bestimmt abgeben muss. Man muss hier jetzt ziemlich alles abgeben, wenn man irgendwas mal gefunden hat. Was allerdings hier eine Muschel mitten im Ding macht, wer weiß das schon. Ich betätige mich mal im Rasenmähen hier. Verpiss dich, Hund. Aua! Blödes Mistvieh. Das hier. Hallo, Tarin ist in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Ich bin lieber hier geblieben, um zu singen. Hör doch mal zu, ich singe jetzt die Ballade vom Windfisch. Nee, danke. Hier ruht der fliegende Gockel. Ja, geil, der fliegende Gockel. Hast du es wieder? Oh nein. Okay, ich hätte sie nicht unterbrechen sollen. Ich gehe wieder, tschüss. Aha. Aha, aha, aha. 3 Herzen, 10 Rubine, Schild 20. Warum sollte ich mir ein Schild holen? Ich hab doch eins. Luxusschaufel, 200 Rubine. Ja, leck mich am Arsch, bist du teuer. Herzteil, 200 Rubine. Geht's auch günstiger? Tach, hol dir was vom Regal und bring es zur Kasse. Nö. Okay. Da geht's noch nicht lang. Zur Urunga-Steppe, weiter im Osten, das Zoodorf. Da komme ich nicht durch, weil ich dafür das Kraftanband brauche. Okay, da kommen wir ja quasi eh nur nach oben. Tenten. Tom-Tom, Tantan und Tenten. Das ist Tonton, blöd. Es scheint, dass du nach dem Speichern wieder dort beginnst, wo du zuletzt gespeichert hast. Außer in Labyrinthen, da fängst du wieder am Eingang an. Ich verstehe das auch nicht, aber ich bin auch noch zu klein. Ah, okay.
Oh Gott, da war jemand. Ach, sind das diese ganzen Tantas? Da war aber jemand sehr produktiv, ey. Heilige Scheiße. Es steht Buhu drauf. Ja. Oh. Papal. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich im späteren Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Hä? Woher weißt du das denn? Mamascha. Sie sehen alle gleich aus, meine vier Jungs. Ja, aber ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich habe eine in der Krankenmante gesehen. Ah, okay. Gut. Die könnte ich mir jetzt tatsächlich holen, wenn ich einigermaßen geschickt darin bin. Dumm bin ich ja nicht. Ja, ein Spielchen Turbine, los ja damit. Mit den Knöpfen bewegst du den gerade. Der Rest ist Timing. Nach rechts, nach hinten. Oh. Oh, Scheiße. Ich bin schon zu weit gegangen. Da kommt er nicht mehr zurück. Nein! Arschloch! Finde ich nicht, das ist nicht mehr anders. Das war Betrug. Das ist eindeutig Betrug gewesen. Nein, du Betrüger. Das war eindeutig Betrug. Yoshi ist einfach umgefallen. Betrug. So. Nein! Komm schon. Was? Betrug! Das war noch mehr Betrug als beim ersten Mal. Was für ein Betrug ist das denn hier schon wieder? Fick dich, das ist Betrug gewesen. Das war eindeutig drüber. Nein, nicht speichern. Laden. Willst du mich verarschen? Oh nein. Nein, schon wieder zu weit. Oh, oder? Jawoll! Ja, so! Na, oh. Mach mich nicht unglücklich. Wenn, dann würde mich noch das Herzteil interessieren, aber. Soll ich ihm jetzt sein Glück noch herausfordern? Ja, wir versuchen es nochmal. Fordern wir mein Glück heraus. Nee, das Schild ist ja nur das Normale. Das brauche ich jetzt ja nicht nochmal. Ist doch nicht schon das Level 2 Schild. Oh shit. Jetzt muss ich mir fast das Schild schnappen. Riecht das noch so? Achso, ich darf noch mal weiter drücken. Nee. Nee, weiter geht nicht mehr. Nee, das Schild kriege ich auch nicht. Oh Gott, das war sowas von schlecht. Ja, das kriege ich nicht. Boah, das Schild wird. Das Bild ist aber hart, würde ich sagen. Gib die scheiß Yoshi-Puppe her. Oho, du hast deine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich, du liebst Yoshi. Wer liebt denn kein Yoshi? Jeder liebt Yoshi.
Ui, du hast die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Ja, dafür habe ich sie auch geholt. Junge. Gut, dass man hier einfach immer schön die Rubine farmen kann, wenn es sein muss. Mit dem Schild kommt man in den geheimen Zora-Tempel. In den geheimen Zora-Tempel. Verarscht mich doch nur wieder. Ah, jetzt kommen wir hier nur noch Rubine holen. Was soll denn? Ich wette, dieses Teil brauche ich auch für irgendwas. Ich wette, die Tante vom Ding will das irgendwie haben. Da verwette ich meinen Arsch. Das Schild werde ich niemals bekommen. Wie soll ich das denn schaffen? Ich weiß ja nicht mal, ab wann ich das machen soll. So langsam, wie das greift, habe ich keine Ahnung, wann ich das machen soll. Oh! Nein! Nein! Oh, war das knapp. Fuck. Oh, das war knapp. Oh, nein. Ja. Und so wird es heute den ganzen Stream überlaufen hier. Komm, greif zu! Ja! Boah, fall, jetzt muss ich runter. Du hast dein Schild erhalten. Schreib später vielleicht lieber noch deinen Namen drauf. Ja, wow, toll. Jetzt habe ich wieder dasselbe Schild. Ich bin glücklich. Ich gehe wieder. Ich frage mich auch, ich brauch dieses eine Teil bestimmt noch. Das wird die eine bestimmt haben wollen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich versuche jetzt auch noch das Stinkvieh hier zu bekommen, weil das braucht sie bestimmt auch noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das hole ich mir auch noch. Ich wollte das eigentlich so verwegen sein und es ohne versuchen, weil wenn ich schon ein fahrendes Teil bekomme, dann werde ich das ja wohl locker kriegen.
Nein, ich hole mir den scheiß roten Rubin nicht. Ich werde jetzt im First Try dieses blöde Vieh holen. So. Oder auch nicht. Betrug! Das war wieder eindeutig Betrug. Ah, schon wieder zu weit. Nein! Ja! Oh! Ja, Urkra, verarsch mich doch noch mehr. Du hast ein Schnüppchenfigur erhalten. Irgendwo muss man die doch aufstellen können. Ach, das ist nur so eine scheiß Figur zum Aufstellen. Fleck mich doch. Ich dachte, das wäre ein Objekt für ein Ding, ey. Das war auch wenig. Ja, scheiß drauf. Ja, ihr habt jetzt damit gerechnet, dass ich mich jetzt da runter ärgere mit dem blöden Schild, dass ich das stundenlang nicht hole. Tja, habt ihr mein Skill nicht bedacht, den ich habe. Ja, natürlich. Oh, schenkst du einem Kind die Yoshi-Puppe bitte? Klar. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment! Ich gebe dir das für die Puppe. Ah, du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du sie auch irgendwo die Schleife tauschen. Ja, ich wüsste auch schon genau jetzt bei wem. Urkra, vielleicht liegt es daran, dass du nur komische Sachen gibst. Also, das mit dem geheimen Zora-Tempel wäre noch ansatzweise logisch gewesen. Aber das mit dem Illusionsrubin, das war schon völlig übertrieben. Da musst du schon was Besseres auffahren. Wenn doch nur jemand käme, der mir ein Schleifchen besitzt, dann würde ich gleich in die Hundehütte nebenan weiterschicken. Mein kleines Schnüppchen sehnt sich nach einem neuen modischen Accessoire. Ich hab was da für dich. Achso, ich soll sie. Ja, aber wie komme ich denn in die Hundehütte nebenan? Hä? Achso, ja, gut, klar. Einfach in die Hundehütte rein. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Gib sie dafür auch eine Dose Hundefutter. Freunde, hier ist dein Hundefutter. Seit wann kann denn ein Kettenhund sprechen? Du hast die Schleife gegen Hundefutter getauscht. Und jetzt weiß ich natürlich genau, wo das Hundefutter hin muss. Nein. Was hast du denn da in deiner Hand? Nein, das ist...
Genau diese Dose fehlt in meiner Sammlung. Gib mir das Hundefutter. Bitte, 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 bitte. Hier. Oh, danke, gib es sofort her. Schmerz, Schmerz. Das war gut, also es ist kein fairer Tausch, aber du hast dir ein paar Bananen, Bums. Geil, Bananen. Du hast das Hundefutter gegen Bananen getauscht, ein guter Tausch. Das kann man zweideutig sehen. Ich würde jetzt mal sagen, die könnte durchaus dieser garstige Affe da oben rauchen, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bei den Bananen ist es bei mir schon wieder aus, also da weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, wo die noch eingetauscht werden müssen. Ich will die Truhe. Dafür muss ich aber die Steine wegheben, die ich natürlich noch nicht heben kann. Also bei den Bananen weiß ich jetzt erstmal nicht weiter, wie das, wo ich die brauche. Aber ich würde sagen, der Affe braucht sie. Wahrscheinlich muss ich den Affen runter mit den Stiefeln runterknallen und dann kann ich ihm eventuell die geben. Dann kriege ich vielleicht eine Banane, eine Kokosnuss oder so. Ich weiß es nicht. Ja gut, das ist jetzt erst einmal nicht von Belang, weil weiter kommen wir jetzt hier eh erst einmal nicht. Wir brauchen schon wieder für so viele Sachen bestimmte Items. Und wir müssen ja jetzt eigentlich in den Zauberwald. Jetzt wo wir so weit hier schon mal sind. Ja, das mit den, dass man klauen kann, das weiß ich. Das kannte ich noch vom Alten. Ich glaube, das ging ja auch irgendwie so, dass man, wenn man... Wenn man das nimmt... Weil er schaut dich ja immer an. Man muss dann nur irgendwie schnell genug sein... Aber es ist nicht so einfach, glaube ich. Weil er schaut halt schon immer... Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, dass das, wie man das geschafft hat. Ich versuch's mal einmal, aber ich glaube nicht, dass es klappt. Hi Mango! Otto. Ja, bist du nur ganz sauber? Du musst bezahlen, zurück damit! Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Otto. Mangos, this is Link's Awakening. It's the remake from the Game Boy version from 1993. Bis später, Urkra. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das war. Irgendwie konnte man ihn überlisten, aber ich weiß nicht mehr wie. So, wie kommen wir denn jetzt zum Zauberwald eigentlich? Da waren wir noch nicht. Angelteich. Ach, der Angelteich. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Noch kein Rekord aufgestellt. Versuch's doch mal. Du musst die Hände verdreschen, da kannst du klauen. Ja, ja, Luna. Also so blöd bin ich dann auch wieder nicht, ey. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine. Nö. Das ist schade. Angeln macht so großen Spaß. Ja, für dich vielleicht.
Ah, Zauberwald. Achtung, unfreundliche Moblins. Die guten Moblins. Da kommt die Eule wieder. Oho, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken. Denn solange der Wind verschläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Palast im Süden des Dorfes? Du findest den Schlüssel zu jenem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich, huhu! Das macht mir ein bisschen Angst. Aber okay. Hallöchen, Moblin. Hey! Böser Moblin. Sind wir jetzt hier bei Animal Crossing oder was? Was ist das denn hier? Meine Waschbärsennase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Den muss man, glaube ich, irgendwie... Da muss man irgendwas machen, dass der niesen muss oder so. Da war noch irgendwas. Man kriegt, glaube ich, irgendwie ein Pulver oder so. Hehehe, du wirst nicht verlaufen. Ich sorge dafür. Verlaufen! Dir geht es ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Ja. Die große Fee, die aussieht wie eine Kreuzung aus Biene und Schmetterling. Und einem Wii-Charakter. Also wieder hat der mich jetzt hier irgendwie wegteleportiert? Ich glaube schon. Nein, nein! Oh, gut. Was ist hier? Vorsicht bei den riesigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr. Okay, gehen wir mal rein zu den riesigen Steinbodenplatten. Schledermaus. Okay. Das war jetzt blöd. Dafür habe ich natürlich wieder nicht die Kraft, den hochzuheben. Damit kann ich auch die Truhe noch nicht öffnen. Ich hasse es. Blobbies! Geht weg, Blobbies. Oh, toll. Ja, super. Ach nein, die kann ich ja verschieben. Ach, ich Idiot. Die darf ich ja verschieben. Blöd gelaufen. Unsere erste Truhe. Du hast 50 Rubine erhalten. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Okay. Okay. Es geht auch nicht.
Die Skelette, die behindern bestimmt die Skelettköpfe. Also geht das. Über die Skelettköpfe werde ich wahrscheinlich auch nicht drüber kommen, oder? Die kann man nicht. Ja, genau. Kann ich die auch ziehen? Nee. Nee. Okay. Nee. Keine Ahnung, wie ich das machen kann. Ich kann die ja nicht zurückschieben. Das kann ich bestimmt auch nicht rüber tun. Genau. Ach, die könnte ich heben. Zu schweren bloßen Händen wirst du das nicht tun. Ach, okay, da brauche ich dann auch wieder. Ah, oh, Mann. Das habe ich so überlegt und das geht eigentlich gar nicht, weil ich die Krafthandschuhe wieder brauche dafür. Oh. Du hast einen Pilz gepflückt. Er verbreitet ein fauliges Aroma. Ja, den Pilz kennen wir schon von der Link's Awakening. Du hast deine Schutzeichel erhalten. Sie reduziert Schäden, den du erleidest, um die Hälfte. Oh. Okay. Ja, aber hier komme ich jetzt nicht weiter. Oder? Nee. Ja, das. Ja, das ist toll. Kann ich wieder zurückgehen. Ah. Das war falsch. Wie komme ich denn? Bin ich jetzt blöd oder was? Jetzt komme ich nicht mehr raus hier. Warte mal. Jetzt hat er auch nicht hin. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier weg, ey. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin hier. Hallöchen, Flying Eagle. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gefangen. Es geht nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie man hier rauskommt. Bin ich einfach zu blöd und erkennt das nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
wie komme ich denn jetzt wieder weg? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ich komme hier nicht mehr raus. Hier nicht mehr raus. Nee, ich wüsste nicht, wie man hier rauskommen soll. Ja, also wenn's eine andere Taste gibt, dann habe ich sie leider noch nicht gefunden, um es zurückzuziehen. Ich glaube, ich kann tatsächlich nur schieben. Weil ich habe eigentlich alle Tasten probiert. Und wenn ich länger drauf bleibe, dann schiebt er sie ja schon. Also ich sehe nur, dass ich schieben kann. Wenn ich ziehen könnte, dann wäre es ja was anderes. So weit wäre ich dann auch schon, aber ich kann es nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, also ich wüsste nicht, dass man sie ziehen könnte. Hallöchen, Mina. Nee, ich komme hier nicht mehr weiter. Ich bin gefangen. Hallo. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Okay. Aber warte mal. Nee, es geht aber auch nicht. Sag mal, es kann doch nicht sein, dass man da nicht mehr rauskommt. Jetzt hat. Hier anstrengen. Au. Meine Waschbären, die auf Staub betrifft. Ich weiß. Ich habe aber leider nichts, was mit Staub zu tun hat.
der schickt mich aber dann immer wieder an dieselbe Stelle, oder? Au. Zuvor war hier, oder? Nee. Ah, ich ist verwirrend. Zauberwald schon in die Kokolinstempel rein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich brauche hier erstmal den Schlüssel von hier. Die kann man nicht, die muss man heben, okay. Der tut mich aber immer wieder nach. Ja, du wirst dich verlaufen. Ja, ja. Also, ich muss erstmal diesen Bär, dem Waschbären. Ja, jetzt hat er mich wieder hierhin geschickt. Genau. Ich muss also erstmal diesen Waschbären loswerden. Dafür brauche ich aber Staub. Oder einen Staubbeutel. Woher bekomme ich den? Also ich brauche jetzt von... Ich brauche irgendwoher... Fragen wir doch mal das Telefon. Vielleicht weiß das Telefon was. Nee. Kaufen gibt es ja auch nicht. Du singst wahrscheinlich wieder nur, oder? Ja. Ich habe Tarin auch nicht im Wald gefunden. Kann ich mit der Schaufel die Löcher zumachen? Das könnte sein. Ach, ich glaube, ich weiß, wie man klaut. Ich glaube, man kann nur klauen mit den Stiefeln, weil man dann schnell genug ist, durch die Gegend zu laufen. Ja, das ist es. Aber es kann ja nicht sein, dass ich extra die Schaufel brauche. Also die Luxusschaufel, um hier weiterzukommen. Da war noch irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht was.
Hier ist auch nur das Herzstück. Ja! Betrug! Nein, ich wollte dich doch mal... Jo, noch ein Herzteil. Woo, 20 Rubine. What is Mango? What's your problem? Das jetzt? Also er hasst Staub. Das heißt, ich brauche Staub. Woher bekomme ich Staub? In that kind of games I never had luck. Wo bekomme ich den Staub her? Ich weiß es nicht. Vorzüge von Teleportern, Karte von Kokolent, die dunklen Geheimnisse von Kokolent. Jawohl! Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern im Buch wohl nicht lesen können. Vielleicht hilft es, wenn du ein paar Leute unter die Lupe nimmst. Bombenstimmung in jeder Lebenslage. Da liegt ja eine Bombe hinter, liegt hast du. Ja. Wo zum Teufel bekomme ich Staub her? Na gut, vielleicht in der Wüste, weil in der Wüste ist nun mal Staub, aber das ergibt keinen Sinn. Also ergibt schon Sinn. Aber warum sollte ich in ein übernächstes Gebiet reisen? Das kann doch auch nicht Sinn der Sache sein. Was Staub anbetrifft. Ich brauche irgendwoher Staub. Warte mal, war ich da schon drin? Also nee, da bin ich ja rausgekommen letztes Mal. Thank you.
werde ich wahrscheinlich nirgendwo sowieso nirgendwo weit kommen. Trantrudis Reformhaus, Mampus-Teich. Ein Zora! Oh, hey! Oh, was ist das? Was ist denn das hier? Ah, die will meinen Pilz mit Sicherheit, oder? Ah, es hat ein Schlummerschnorchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Oh. Das Pulver ist fertig. Es kann es gleich mal in die Hütte ausprobieren, aber nicht verschwenden. Okay. Du hast Zauberpulver erhalten. Drücke Plus und lege es auf X oder Y. Okay, wir haben's. Also doch. Dann legen wir das auf X. Damit kann ich den Waschbär irritieren. So, jetzt komm mal her. Pam, 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 pam. Oh, der geht ab. Huch. Oh. Hallo, Mario. Ja. It's me, Mario. Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hast mich für verrückt, oder? Ja. Ja. Kinder, bin ich kaputt. Ich rühre mich erstmal aus. Später gehe ich nach Hause. Okay. Keine Macht in Drogen. Auch nicht in Pilzen. Ah, und da bekommen wir jetzt den Schlüssel, oder? Ja, du hast den Wurmschlüssel erhalten. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Oh, da kommt wieder die Eule. Wuhu, nimm diesen Schlüssel und geh zum Wurmpalast und such dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet, wuhu. Ich dachte, er beobachtet mich. Schleimsumpf nach rechts, Zauberwald nach unten. Und hier komme ich auch wieder nicht weiter. Oh, hallöchen Telefon. Hier ist wieder ein Telefon. Hallöchen Telefon. In der Dorfbücherei gibt es ein Hast du mal was Neues zu erzählen? Nein. Okay. Gefahr, betreten verboten. Außer für Komet. Wer ist Komet? Okay, da will ich aber ehrlich. Da will ich jetzt erstmal gar nicht hin. Darauf habe ich absolut keinen Bock. Ich will jetzt erstmal zum Wurmpalast. Gucken, ob er da ist. Nee,
ist er nicht. Er ist wieder komischerweise einfach verschwunden. Zum Wurmpalast ging's, glaube ich. Von dieser Seite kannst du es nicht lesen. Ach, was du nicht sagst. Nach rechts zum Wurmpalast. Okay, dann gehen wir mal nach rechts. Da geht's nicht weiter. Außer sie meinten, dass rechts. Ach doch, hier ist er doch. Hier ist der Wurmpalast. Der erste Palast, den möchte ich heute noch schaffen. Den machen wir noch. So groß kann der ja nicht sein. Das sieht nach Bogen aus, habe ich so das Gefühl. Gibt es wahrscheinlich auch wieder eine Karte? Ja, genau. Hallöchen. Ab mit dir, Mutter. Oh, ein Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten, damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Oder fast. Oh. Ach. Du hast den Kompass erhalten, nun kannst du sehen, wo sich Endboss und Truhe befinden. Außerdem zeigt er ein akustisches Signal an, wenn ein Schlüssel in der Nähe ist. Okay, das sind neue Sachen. Die gab es in den alten Zeldas noch nicht. Oh, hier sind aber viele Truhen. Hier soll ein Schlüssel sein, okay. Man hat es gehört, das Signal war da. Oder eine Kiste. Kann natürlich auch sein. Ach, sind die Schlüssel für Truhen? Nee, okay. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Noch einen. Sind schon zwei. So, wo gehen wir denn als erstes hin? Wir gehen... Gehen wir nach links. Nach rechts. Entschuldigung. Oh nein. Au. Würde ich mitnehmen. Also mir gefällt das Artstyle wirklich gut. Ich finde es richtig cool aus. Oh, wir haben die Labyrinthkarte erhalten. Ah, jetzt wird ein Schuh draus hier. Könnt ihr auch da halten. Woohoo, Party! Oh, hier ist... Ja, hier ist eine Truhe, das sehe ich. Noch ein Schlüssel. Yay. Hier muss auch noch irgendeine Schlüsseltruhe sein. Ja, ich wusste es. Hier. Oh. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen. Nein! Oh, toll. 20 Rubine. Geil. Da drüben braucht man eine Bombe.
Okay, damit haben wir hier die ganzen Räume. Ja, für die Bomben. Ich habe leider keine Bomben. Ich habe bisher auch nie eine bekommen für, also Bomben. Deshalb. So. Toller Labyrinth, geil. Also, kein Labyrinth, oh, ouch. Sondern einfach etwas einfacheres. Die Statue sagt uns, aber ohne ihren Stachel verstehst du sie nicht. Ah, oh, das auch noch. Da komme ich nicht rein. Da muss ich wieder zurück. Bin schon wieder zu weit. Okay. Dann. Nein! Scheiße. Nach dem Blauen, okay. Ja. Nein! Ich weiß ja nicht mal, welches Symbol ich brauche. Ja, vielleicht ist es einfach auch egal. Wahrscheinlich nicht. Was soll das? Geh weg. Geh weg, verpiss dich. Blödes Vieh. Aber wie soll ich denn... Ich sterbe natürlich im ersten Dungeon zweimal, ist klar. Leck mich am Arsch. Was willst du eigentlich von mir? Thank you.
Herz, okay. Du Bam! Ich hasse es. Du hast deinen Schnabel aus Stein erhalten. Jetzt fehlt nur noch eine Eulenstatue, die er passt. Ja. Stachis muss die erst mit dem Schild abwehren. Was meinst du mit Stachis? Willkommen zurück, Urkra. Aber ich möchte jetzt den ersten Dungeon noch fertig machen, wenn du mir erlaubst. Öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Block. Ach, das sind die Stachis. Stachis musste erst mit dem Schild abwehren. Ja, das habe ich doch gerade gemacht. Ah, die 2D-Levels mit den Goombas. Ah, die kenne ich doch noch. Das war ja... Das ist auch wieder so eine Sache, ey. Du hast die Greifenfeder erhalten. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Mach dich so leicht für dich, dass du Luftsprünge machen kannst. Jetzt können wir über die Abgründe springen. Blödes Mist. Und schon ist alles viel einfacher. Da, du hast den großen Schlüssel erhalten. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Okay. Mir fehlt immer noch eine Bombe. Eine Bombe wäre cool. Ja.
Nein! Oh, nein! Okay. Oh, Hallöchen. Oh. Oh. Au. Das hier. Ah. Da kann man zum, direkt zu dem Zwischenboss wieder reisen. Oh. Okay. Huch. Da noch versteckt. Da wollte ich natürlich auch noch reingucken. Ah, okay. Dann auf zum Boss. Was raus? Okay. Moldorm! Ah, das kenn, den kenne ich ja noch. Der kommt mir noch bekannt vor. What the? Nein! Doch. Resident Evil 7. Du hast deine Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen werden aufgefüllt. Ha, brauche ich nicht. Du hast die Muschelgeige erhalten. Muschelgeige. Okay. Ah, es ist so weiß. Sumpf. Ein Weg öffnet sich. In den Blumen. Tja, ich glaube,
Uns wurde gerade gesagt, wir sollen in den Sumpf gehen. Oh. Die Eule. Wuhu, das ist ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war doch noch was. Ach ja, uhu. Ja. Ja, was? Was war noch? Was soll das? Wenn du so anfängst, dann sag auch noch was noch ist. Was soll denn das? Man bricht dich einfach unterm Satz ab und geht dann weg. Hey du da, es ist ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind im Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet der Frau. Sie haben was ganz Böses getan. Ja, das war vielleicht böse. Finde bitte selbst heraus, was geschehen ist. Wer ist Komet? Ja, es ist hässlich. Sie haben meinen Komet entführt. Die Moblins. Warum hilft keiner meinem kleinen Komet? Ah, okay. Aber im dunklen Metall die Beamer und 7.1 Sound. Wer ist Komet? Ah, ja, immer doch. Hab mich schon vorher bei einer Szene im Hellen erschreckt, obwohl ich wusste, dass da was kommt. Grauenhaft. Okay, sie haben... Moblins haben Komet entführt. Irgendwo. Aber dieses Rätsel lösen wir nächstes Mal. Ich muss sagen, bisher gefällt mir dieses Spiel ausgesprochen gut. Mir gefällt das Art-Design echt super. Es sieht gut aus. Es ist ganz lustig. Ja, finde ich echt cool. So. Also Urkra, bist du bereit? Urkra. Ist Urkra bereit? Ist Urkra bereit? Hetz mich nicht. Ist Urkra bereit? Urkra ist noch nicht bereit. Das gibt's ja gar nicht. Was soll das denn? Ich dachte, Schweizer werden immer so gut vorbereitet. Verpiss dich, Wauzi. Hallöchen, Dennis. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich jetzt auch.